Das ist es nicht. Schade. Es riecht streng. Ich bin so gespannt. Es ist ganz, ganz komisch. Da sind Apfelstücken drin. Oh, Weiter geht die Gruselei. Hi, ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und willkommen zu dieser neuen Food Challenge. Ich esse mal wieder Dinge, die ich vorher noch nie gegessen habe. Allerdings in der Special Edition und zwar in der saisonalen Herbst-Edition. Ich esse also quasi Special Editions aus dem Herbst slash ja, Limited Editions, die so im Herbst rauskommen. Herbstliche Produkte probiere ich, weil ich sie vorher noch nie probiert habe. Genau. Und gebe meinen Senf dazu ab. Wie immer würde es mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare schreibt, ob ihr die schon kennt, ob ihr die jetzt auch unbedingt testen wollt, wie ihr sie fandet. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich hoffe, man hört den Ofen nicht nachlaufen, denn ich habe noch für ein anderes Video gerade noch was mitgefilmt und dafür braucht ihr den Ofen. Fakt ist aber, ich habe hier die Geramont-Kürbiskern-Variante. Ich glaube, also die ist nicht neu, aber ich glaube auch, dass es die nicht das ganze Jahr über gibt, oder? Korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist. Da ist ganz groß ein Kürbis drauf und Kürbiskerne und so. Ich finde die Idee richtig geil, den habe ich aber noch nie vorher gegessen. Obviously, sonst wäre er nicht in diesem Video. Ich habe mir ein Stück hier für erstmal so probieren und dann noch auf Brot. Geramont halt, ne? Ich schmecke noch nicht so viel von den Kürbiskernen. Auf Brot irgendwie geiler, was ich nicht gedacht hätte, weil eigentlich mag ich den pur so in kleinen Stücken. Der ist lecker, aber es schmeckt gar nicht von den Kürbiskernen. Gar nicht. Ich glaube, da müsste man noch so Kürbiskernöl drauf träufeln. Sowieso mein neuer Liebling, wisst ihr ja. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Man schmeckt gar nichts von den Kürbiskernen. Würde ich mir nicht wiederholen. Nee. Brauchst du nicht das ganze Jahr übergeben. Weil der ist nicht besonders genug. Finde ich voll schade, weil Kürbiskerne sind schon intensiv im Geschmack, aber das ist es nicht. Schade. Der Ofen läuft noch nach. Nicht wundern, denn ich habe etwas im Ofen gemacht und es sieht schon krass aus. Es riecht streng. Ich bin so gespannt. Und zwar ist es die Gustavo Gusto Kürbis Takeover. Wow. Ja, Steinofenpizza mit Blauschimmelkäse, Mozzarella und Kürbissoße. Den Blauschimmelkäse, den rieche ich. Der ist auf jeden Fall ordentlich streng. Aber Kürbissoße, also es ist orangefarben auf jeden Fall, da bin ich mir sehr sicher. Und wir testen. Ich bin nämlich ehrlich, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich denke, das wird so flammkuchenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das wird nicht nach Pizza schmecken, sondern eher nach Flammkuchen. Und richtig viel Belag ist das jetzt auch nicht, oder? Aber hier unter dem Käse sieht man schon die Kürbissoße, ne? Na, mal gucken. Da kommt Kürbis durch. Es schmeckt ganz merkwürdig. Es schmeckt nicht schlecht. Aber es schmeckt auch nicht richtig gut. Also, es schmeckt total ungewohnt. Der Kürbis ist da. Es schmeckt eher wie Flammkuchen mit einem Pizzaboden. Der Blauschimmelkäse ist würzig, intensiv, aber lecker. Es ist ganz, ganz komisch. Ich würde es mir nicht wiederholen. Wirklich nicht. Also, ja, es schmeckt. Aber es ist mir zu komisch. Das ist nichts, worauf ich jetzt sagen würde, boah, da habe ich Bock drauf. Und ich weiß gar nicht, warum, aber es ist so. Tja, weiß ich nicht. Schade, die Pizza war nicht im Angebot. Das würde mir noch ein bisschen mehr gefallen. Sie ist lecker, aber wie gesagt, ich würde die nicht wiederholen. Es ist irgendwie, haut die mich überhaupt nicht um, weil es einfach zu komisch ist. Ich fand die Idee total cool. Aber irgendwie kam, ist die Umsetzung, also ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen soll. So nicht, ne? Sondern das Produkt an sich, das ist einfach, keine Ahnung, Kürbis ist scheinbar nicht dafür gemacht. Keine Ahnung, oder? Oder sehe ich das nur so? Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die findet, weil, nee, ich würde sie nicht wiederholen. Ja, sie ist lecker und ich werde sie jetzt auch mit Lukas, also Lukas nimmt auch noch einen Teil davon, mit Lukas auch aufessen, aber danach werde ich sie vergessen haben. Schade eigentlich, aber gut. Diese hier sind aber definitiv neu und zwar die Werther's Original und zwar in der Soft-Variante. Soft Caramel in Pumpkin Spice. Lukas hat die hier liegen sehen und meinte, oh, die schmecken bestimmt richtig gut. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch und ich bin super, super gespannt, wie die schmecken. Ja, ich glaube, die sind richtig geil. Ich finde die Idee total cool. Es müsste noch mehr in Pumpkin Pie Spice geben. Ja, ja, ich schmecke schon Kürbis, leichte Würze. Aber irgendwie ist es nicht intensiv genug. Ja, aber ich hätte die Sorte, wenn ich es nicht drauf, also wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich es nicht erkannt. Es schmeckt gut. Es schmeckt lecker.
Schmeckt auch anders als die anderen. Aber so richtig Pumpkin-mäßig ist es nicht, würde ich sagen. Oh. Nee, nee. Ja, ist lecker. Aber ich würde mir die nächstes Jahr nicht wiederholen. So kann man es beschreiben. Da muss noch ein bisschen mehr Spice und Pumpkin rein. Dann ja. Überarbeitete Version gerne nächstes Jahr. Hier bin ich auch sehr gespannt, ob sie das so authentisch hinkriegen. Apfelstrudel. Grundsätzlich, denke ich, ist das, glaube ich, machbar. Es muss nach Zimt schmecken. Er muss nach Apfel schmecken. Und ein bisschen nach so Kuchen und Teig. Und ich dachte, das ist das Schwerste. So, mal schauen. Da ist ein Apfelstück drin. Oh ja. Oh, das ist gut getroffen. Es könnte noch ein bisschen mehr dieser Teiggeschmack. Also so, wenn ich jetzt so Cheesecake-Geschmack haben will, dann will ich auch diese Frische und so ein bisschen so Teiggeschmack. Der ist vorhanden, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich hätte es Apfelzimt genannt. Aber Apfelstrudel klingt natürlich viel fancier, ne? Aber es ist schon lecker. So, im Herbst, Winter, sehr geil. Würde ich mir auf jeden Fall holen. Doch, würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Wie gesagt, eher Apfelzimt vom Namen her als Apfelstrudel. Aber boah, man darf es auch Apfelstrudel nennen. So weit weg ist es nicht. Nice. Schuh. Gruselt ihr euch? Ich habe hier nämlich Wackelgeister. Grusel, grusel. Das ist eine Halloween Special Edition. Gehe ich mal stark davon aus, weil sonst habe ich die noch nie vorher gesehen. Das sind halt Geister mit Wackelpudding-Geschmack, gehe ich mal von aus. Schmecken nach Vanille mit Waldmeister Zitrone Himbeere. Also quasi das da unter die Vanillesoße und das ist der Wackelpudding. So ist das halt gedacht. Steht auch drauf. Schmeckt wie Wackelpudding mit Vanillesoße. Ja. Ja. Geht besser. Bisschen hart und nicht so richtig intensiv. Und mein Wackelpudding früher schmeckte anders. Nee. Die finde ich nicht so geil. Die schmecken halt wie Gummibärchen. Eher als nach Wackelpudding. Und so richtig doll vanillig ist das unten auch nicht. Ich mag solche mit Schaumzucker sehr gerne. Aber das ist kein Wackelpudding mit Vanillesoße. Finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also ich würde die mir nicht wiederholen. Ehrlich gesagt. Und wenn ihr denkt, oh geil, Wackelpudding-Gummibärchen, dann lasst es, weil sie schmecken nicht nach Wackelpudding. Braucht ihr nicht probieren. Hol ich mir auch nicht wieder. Wird trotzdem gegessen, also ist jetzt nicht so. Aber wenn ich die aufgegessen habe, dann habe ich sie auch wieder vergessen. Ist halt leider einfach so. Schade. Weiter geht die Gruselei. Jetzt habe ich hier Vampire. Ich liebe die Haribo-Vampire so, so sehr. Ich muss sagen, die neue Rezeptur ist... Sorry, dass ich das so sage. Aber ich hasse sie dafür, dass sie die Rezeptur geändert haben. Auch wenn ja jetzt blaue und so drin sind, aber... nein, die alten waren besser. Aber egal. Fakt ist, das hier sind saure Vampire. Und das finde ich richtig interessant. Da hätten sie auch mal früher drauf kommen können. Finde ich richtig cool. Ich hoffe, die schmecken geil. Wir werden sie jetzt probieren. Sie schmecken anders als die echten Vampire. Und sie schmecken nicht wie die echten Vampire in sauer, sondern einfach wirklich komplett anders. Aber lecker. Der rote war gerade nicht ganz so geil wie der gelbe. Nochmal den grünen. Auch ganz anders. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin unsicher. Ich glaube, irgendwie finde ich die jetzt doch nicht so geil. Die gelben sind schon lecker. Aber der Rest, es ist halt, hat nicht mehr viel mit Vampiren zu tun. Das ist lecker, die sind auch nicht zu sauer oder sowas. Sind schon lecker, lecker. Aber ich glaube, ich würde sie mir trotzdem nicht wiederholen. Nee, da bleibe ich lieber bei den echten Vampiren und rege mich auf, dass die Rezeptur anders ist. Aber so als Abwechslung sind die ganz nett. Das war es auch schon wieder. Fazit Ende. Sind die neu? Ich habe sie vorher noch nie gesehen. Aber ich fand es irgendwie voll niedlich. Schwarze Schafe. Ich liebe ja Lakritz. Wie ihr vielleicht gar nicht wisst. Ich liebe Lakritz. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Lakritz mögt, weil das ist entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe es schon immer geliebt, auch schon als Kind. Und ich war so eine, die dann auch immer meinem Vater die Lakritz weggegessen hat. Aber das sind ja Erwachsenen-Lakritz und davon durfte ich dann immer nicht so viel essen. Dann mussten sie echt aufpassen. Hoppala. Ich muss allerdings sagen, die sehen aus wie Hunde. So Pudel und nicht wie Schafe. Das ist eher ein Hund. Aber naja, egal. Die sind sogar vegan. Süßwürzig. Wir probieren jetzt einfach mal. Am allerliebsten mag ich diese salzigen Heringe. Also mal gucken, ob die so ähnlich sind.
Ähnlich. Nicht ganz so, aber schon ähnlich. Der Lakritzgeschmack kommt ein bisschen spät. Aber dann ist er richtig geil. Sind lecker. Sind nicht die besten Lakritz, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Aber lange auch nicht die schlechtesten. Die Konsistenz ist sehr geil. Würde ich mir jetzt vielleicht nicht dauernd wiederholen. Ich würde wahrscheinlich dann wieder eher zu den salzigen Heringen greifen. Aber dass ich die jetzt habe, in so einem großen Paket, finde ich ganz gut. Also Lakritz-Fans, probiert die ruhig mal aus. Joghurt mit der Ecke, Typ Apfelstrudel. Das ist sowas von neu, oder? Sowas von neu. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesen Knusper-Ecken. Ich mag die Joghurt mit der Ecke mit Frucht viel lieber. Oder was auch richtig geil ist, sind diese mit griechischem und dann mit, aber auch da, der mit Frucht. Fakt ist aber, ich wollte den probieren, weil halt der Apfelstrudel in dem Joghurt ist. Und es könnte richtig, richtig geil sein. Apfel, Knusper, Granola, Joghurt, Vanillegeschmack. Also quasi die Kombi. So, die Kombi ergibt einen Apfelstrudel. Machen wir das doch mal. Kneten wir mal und probieren. Naja. Diese Balls hier, diese weißen, die sind der Apfelstrudel. Die schmecken so, aber der Rest, das hätten sie vielleicht noch besser machen können. Vielleicht wäre es dann auch too much gewesen. Kann man machen. Aber es apfelstrudelt mich jetzt nicht um. Schon lecker, aber würde ich mir wahrscheinlich nicht wiederholen. Das klingt jetzt für einige vielleicht komisch, aber ich habe wirklich noch nie vorher Süßkartoffelsuppe gegessen. Penny hatte im Angebot solche Fertigsuppen. Und da war tatsächlich eine Süßkartoffelsuppe bei. Eine Fertigsuppe ist natürlich was ganz anderes als selbstgemacht oder im Restaurant. Aber trotzdem dachte ich, um mitreden zu können, probieren wir die mal. Also ich habe die einfach im Topf erwärmt, habe sie hier in der Schüssel und habe mir dazu ein bisschen Brot gemacht. Und deswegen werden wir die jetzt einfach mal testen. Da ist halt wirklich Süßkartoffel drin, bisschen Paprika, ein bisschen Sahne und noch ein paar andere Sachen. Aber so im Groben. Hat eine leichte Schärfe, aber Chili ist da nicht drin. Hui, aber hui. Ist lecker, aber muss ich mir, glaube ich, nochmal selbst machen. Es schmeckt schon ein bisschen dosig, sag ich mal. Also dieser typische Dosengeschmack kommt schon durch. Mit dieser Schärfe habe ich nicht gerechnet. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber schon lecker. Aber würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal holen. Ich finde auch irgendwie nicht so krass, dass die so süßkartoffelig ist. Hätte auch eine Kürbissuppe für mich sein können. Mit Chili. Doch, ist aber schon lecker. Je mehr ich davon esse, desto besser wird. Aber ich muss die wohl nochmal selbst machen oder im Restaurant probieren. Ist das genial oder ist das genial? Ich habe hier Einhornschupfnudeln. Magische Schupfnudeln. Apfelzimt nach Luises Art. Ist so irre, ganz ehrlich. Also ich habe ja Schupfnudeln sonst nie süß gegessen. Einmal hatte ich das aber durch eure verrückten Food-Kombis. Und dann wurde mir bei Instagram, also 100-mal gefühlt, geschrieben, dass das voll normal ist und dass man Schupfnudeln ja süß isst. Nein, ich kenne das immer noch nicht so. Fakt ist, das hier sind jetzt Apfelzimt-Schupfnudeln. Hier steht sogar was drauf. Luises magische Geschichte. Was für ein traumhafter Tag hier in meinem Wolkengarten. Die warmen Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Äste meines großen Apfelbaumes und zeichnen gemeinsam mit dem sanften Wind ein wunderschönes Schattenspiel. Junge. Neben dem wohligen Gefühl in meinem Bauch macht sich etwas Hunger bemerkbar. Höchste Zeit für mein absolutes Lieblingsgericht, das ich gerne mit dir teilen möchte. Meine beliebten Schupfnudeln werden dich bestimmt verzaubern. Na dann, schauen wir mal, wie verzaubert ich gleich bin. Die sehen schon sehr geil aus, aber sind ein bisschen dünner und kleiner als normale Schupfnudeln. Apfel und Zimt. Ich glaube, ich fand die anderen aber geiler mit Zimt und Zucker. Irgendwas daran stört mich. Irgendein Nachgeschmack. Irgendwas ist es. Aber eigentlich sind die lecker. Es ist nicht der Nachgeschmack, es ist so ein erster Geschmack, der irgendwie komisch ist. Und dann werden sie richtig geil. Sie schmecken schon ein bisschen künstlich. Irgendwie. Magisch. Vielleicht. Aber irgendwie hat das was. Ist schon geil. Ich weiß nicht, ob ich sie mir wiederholen würde. Das kann ich wahrscheinlich erst am Ende der Packung sagen. Aber Fakt ist, für alle Leute, die süße Schupfnudeln lieben, ist das ja perfekt. Dann müsst ihr ja gar nichts mehr machen, außer die anbraten. So richtig entspannt. Ich bleib dabei, dass die geiler sind, wenn die herzhaft sind. Aber doch, je länger ich die gerade esse, sind sehr nice doch. Ich habe die mit so einem Öl mit Butteraroma angebraten, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ob Öl oder Butter. Doch, die sind geil. Und das war's mit den herbstlichen Produkten. Ich hoffe, diese Special Edition hat euch gefallen. Wenn ja und ihr sowas auch für den Winter/die Weihnachtssaison haben wollt,
Dann schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare gerne, wie auch schon am Anfang erwähnt, eure Meinung zu den genannten Produkten. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei Instagram vorbeischauen, dort heiße ich real_nati_. Und da freue ich mich immer, wenn wir uns da sehen. Dort nehme ich euch täglich in meinem Alltag mit. Da gibt es auch täglich Content, Food Challenges, Tests, leckere Rezepte und das ist immer sehr spannend. Und ansonsten sehen wir uns bei YouTube beim nächsten Mal wieder. Tschüss!